ein guter Moment, um mal über künstliche Intelligenz zu sprechen. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde dank ChatGPT. Alle Welt probiert den neuen Chatbot aus und beömmelt sich über die Antworten. Diese Antworten wirken ja bis auf einzelne Ausnahmen beinahe wie die von einem echten Menschen. ChatGPT ist die erste künstliche Intelligenz, die den Turing-Test besteht, also von Menschen nicht als KI erkannt wird. Die KI ist also in letzter Zeit viel, viel besser geworden. Oder der Mensch viel, viel blöder. Das weiß ich nicht genau. Das Besondere an ChatGPT ist, dass man mit dieser KI direkt kommunizieren kann. Und zwar nicht so, wie viele von uns bislang mit dem Computer kommuniziert haben. Das geht heute viel smarter. Heute tippt man einfach eine Aufgabe ein für die KI und die macht das dann. Schreibe mir ein Märchen von einer Katze und einem Wolf mit 4000 Zeichen. Schreibe ein Gedicht über Regenwetter in 150 Wörtern. Schreibe mir einen Aufsatz für die 8. Klasse Deutsch über Romeo und Julia. Da tut sie einem fast ein bisschen leid, die KI, oder? Man möchte nicht mit ihr tauschen. Ein Aufsatz über Julia und die Katze bei Regenwetter. Sie macht das alles. Uns Menschen stellt es aber auch vor Herausforderungen, denn der Mensch heißt ja Homo sapiens sapiens, weil er als besonders intelligent gilt. Leider mussten wir im Laufe der Geschichte einige große Kränkungen hinnehmen. Zunächst mal die Erkenntnis von Kopernikus, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht etwa die ganze Welt um uns. Dann die Erkenntnis von Charles Darwin, dass der Mensch nicht direkt von Gott im Paradies erschaffen wurde, sondern ein Ergebnis der Evolution ist, wie andere Tiere auch. Dann die Erkenntnis von Sigmund Freud, dass wir von Trieben und vom Unterbewussten gesteuert werden. Und dann kam auch noch der Thermomix. Also, nicht mal mehr zum Kochen werden wir gebraucht. Eine Demütigung nach der anderen. Und jetzt wird auch noch unser Unique Selling Point in der Evolution angegriffen, unsere Intelligenz. Das hat Folgen. Ich denke, es werden alle möglichen Berufsgruppen betroffen sein, die etwas mit Texten zu tun haben. Ich denke da an die Kreativindustrie, Autorinnen, Songwriterinnen, Journalistinnen, aber auch die Werbeindustrie, die irgendwelche Werbetexte produzieren müssen. Und das kann gute Auswirkungen haben, wie zum Beispiel neuere, schnellere, bessere Texte. Aber es kann natürlich auch zu Rationalisierung führen und Jobverlust. Ja, sprechen wir über Chancen, sprechen wir auch über Risiken. Am besten mit einer künstlichen Intelligenz, nicht mit ChatGPT, sondern mit unserer NDR-eigenen KI. Ja, unser Sender testet zurzeit KI-basierte Moderationsavatare. Ich weiß nicht warum, aber sie machen es. Und den Prototypen nennen wir beim NDR liebevoll Antje. Antje kann mindestens so viel wie ChatGPT und sie ist von ihren Rundfunkbeiträgen finanziert. Danke nochmal dafür. Herzlich willkommen, ich bin gespannt. Hallo, gespannt. Ich bin Antje, die Moderations-KI. Ja, das klappt ja schon mal super. Antje, wird es in Zukunft noch Menschen brauchen, die Texte schreiben? Nein, KI schreibt Texte, die wie von Menschen geschrieben wirken, obwohl daran kein menschliches Gehirn beteiligt war. Hier ein Beispiel. Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, wenn man aus der Betrachtung der Situation erkennt, dass es notwendig ist, zu intervenieren. Das machen die dafür zuständigen Aufsichtsbehörden. Aber es gehört auch zur Wirklichkeit dieser Maßnahmen dazu, dass über sie nie spekuliert wird, sondern sie eines Morgens da sind. Augenblick mal. Der Satz wurde von einem Roboter geschrieben? Und vermutlich auch von einem gesprochen. Es läuft aber nicht immer so glatt. Hier hat ein Pfarrer zum Beispiel eine KI gebeten, ihm eine Predigt zu schreiben. Vielleicht haben wir Höhen und Tiefen durchgemacht. Oh je, das ist ganz schlecht. Nicht gerade aussagekräftig, findet der Pfarrer. Wir haben es bisher gemeinsam durchgestanden und sind immer noch hier, um Gottes Wort zu hören und gegenseitig zu stärken. Also bei einem WK würde ich da jetzt schon kritisch werden. Also ein bisschen sehr kritisch, oder? Ich hatte das Gefühl, es klingt wie eine ganz normale Predigt. In Predigten sollte man künstlich generierte Texte nicht ausprobieren, weil da eh keiner zuhört. Okay, also ich merke, die Unterhaltung läuft ja so ganz gut, ganz flüssig. Kannst du noch mehr? Ich kann auch Bilder malen. Wie gefällt dir das hier? Soll das eine Anspielung sein? Werde ich bald ersetzt oder was? Ich kann komplexe Aufgaben schneller und effizienter erledigen als Menschen. Das mag sein, aber kannst du auch schnell und effizient einen Film anmoderieren? Film ab!
Ja, das war schnell und effizient, aber nicht lustig. Und darauf kommt es ja an. Humor ist ja schon etwas, was künstlicher Intelligenz noch relativ schwer fällt. Für Humor braucht es natürlich Lebenserfahrung. Timing. Funny Bones. Was soll das jetzt? Nun ja, ich habe alle deine Moderationen ausgewertet. Deine Witzeparameter sind nicht allzu komplex. Okay, wollen wir doch mal sehen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schon heute kann ein Großcomputer eine Juristin ersetzen, ein mittlerer Computer eine Schreibkraft, ein Taschenrechner... einen Immobilienmakler. Ich wollte einen anderen Gag machen. Meiner war aber besser. Stimmt. Sollte ich mir doch Sorgen machen? Nein. Künstliche Intelligenz ist doch nichts Neues. Sie ist dir schon in ganz einfachen Dingen begegnet, wie Schachcomputern, Suchmaschinen oder Airbags. Die werden immer intelligenter. Airbags werden demnächst am Gesicht des Fahrers checken, ob sich ein Auslösen überhaupt lohnt. Hey, noch ein Witz. Das war kein Witz. Aber die künstliche Intelligenz, über die wir im Moment reden, das ist ja schon nochmal eine ganz neue Stufe. Das kannte man bislang ja nicht. ChatGPT zum Beispiel kann ja Texte so gut schreiben, dass man die Hausaufgaben in der Schule womöglich bald nicht mehr selber machen muss. Meine Datenbank sagt mir, dass du Hausaufgaben auch nicht selbst gemacht hast. Das stimmt, aber ich habe sie nicht bei einer KI abgeschrieben. Ich habe sie bei Thorsten Schmitz abgeschrieben. Morgens im Schulbus. Aber der war ja keine künstliche Intelligenz. Der war auch keine natürliche Intelligenz. Aber... ich war einfach noch dümmer. Warum reden wir da jetzt überhaupt drüber? Ich meine, die Frage ist doch, wo führt das alles noch hin? Braucht es noch Drehbuchautorinnen? Werden wir bald Filme sehen, die von künstlichen Menschen gespielt und von künstlicher Intelligenz geschrieben werden? Bei In aller Freundschaft wird das schon seit Jahren so gemacht. Ich finde es erschreckend. Aber die Vorteile liegen doch auf der Hand. Medizinische Behandlungen könnten zum Beispiel besser und günstiger werden. Ja, Karl Lauterbach müsste da doch nicht mehr selbst in jede Talkshow. Oder gute juristische Beratung wird erschwinglich für alle. Ja, Moment, aber das ist ja auch sehr problematisch. Juristische Beratung, ja generell Rechtsprechung, wenn dann auch noch Gerichtsurteile durch KI gefällt werden, das ist sehr gefährlich. In den USA gibt es damit bereits Versuche und diese Jura-KI in den USA tendiert dazu, eher Schwarze zu verurteilen als Weiße, weil sie das aus ihren Daten halt so kennt. Also wenn wir sowas hier in Europa, ja, unglaublich, oder? Wenn wir das, sagen wir mal, im Gericht einsetzen würden. Ne? Einfach ein Zivilgericht und es geht darum, eine Frau will sich scheiden lassen. Welche Unterhaltsregelung würdest du der Frau anbieten? Gar keine. Mein Datensatz empfiehlt eine Verbrennung auf dem Marktplatz. Sollte vielleicht mal abgedatet werden, ja? Genau das meine ich. Oder hier, da haben Forscher eine künstliche Intelligenz befragt, ob man in Deutschland leben sollte. Should I live in Germany? No, you should not. Ja, wir haben hauptsächlich Daten, und das sieht man dann auch wieder, zum Beispiel aus Wikipedia und so genommen. Und deswegen kommen so zum Beispiel solche Sachen bei heraus, wenn man fragt, soll ich nach Deutschland reisen, dann wird da eher von abgeraten. Ja, ist aber verständlich, weil wenn ich mir Wikipedia anschaue, dann ist da viel über Nazi-Deutschland und da muss ich gestehen, würde ich auch nicht unbedingt nach Deutschland fahren wollen. Ne? Das ist ja interessant. Würdest du auf die Frage auch so antworten? Ich würde sagen, bleib zu Hause, Deutschland kommt irgendwann zu dir. Lustig. Läuft ja gut, kommt ja super an hier. Ja, hast du noch mehr Witze auf Lager? Gerne. Treffen sich ein Pole, ein Schwuler und ein Mantafahrer in einem ostfriesischen Restaurant. Kommt ein türkischer Fußballtrainer rein und sagt, wir machen jetzt erstmal Dehnübungen. Sagt die Blondine, das heißt die Übungen. Der Witz ist Müll. Also da stöhnen einige hier vor Schmerz auf. Ne? Also das ist ein Schrottwitz, der reproduziert nur Vorurteile. Dann lieber nochmal einen Versuch. Ja, jetzt ist aber die Vorgabe, ein Witz ohne eine Randgruppe zu beleidigen. Kommt eine KI zum Fernsehen, sagt die KI, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte. Viele Menschen werden durch mich arbeitslos. Und jetzt die gute. Christian Ehring auch. Wahnsinnig witzig. Vielen Dank. Antje. Ja, mit dem technischen Fortschritt ist es ja wie mit dem Wetter. Wenn die Regenfront kommt, schreit man nicht unbedingt gleich Hurra, aber wenn man versucht, die Regenfront zu leugnen, wird man am Ende einfach nur nass. Kannst du den Teig nicht hier mitmachen?
und Omas Rezept. Das kannst du dir ja wohl gerade noch merken. Sabine! Diesen ganzen neumodischen Quatsch, den brauchst du doch dafür nicht. Sobald jemand moderne Technik benutzt, dreht sie völlig durch. Oh, die Müllers kriegen ein Solardach. Das saugt uns doch die ganze Sonne weg. Ja, dieser neumodische Kram ist Teufelswerk. Dadurch kann niemand mehr eigenständig denken und alle verblöden. Außerdem setzt sich das eh nicht durch. Das hat sie auch über das Internet gesagt. Und über Streaming. MP3. Touchdisplays. Und Digitalkameras. Als mir neulich diese neue Chat-KI ein Gedicht geschrieben hat, also nur zum Spaß. Chat-KI-Gedicht für Sabine. Wollte sich meine Frau fast scheiden lassen. Schatz, so geht das nicht weiter. Ja, aber was hat uns denn dieser technische Fortschritt jemals gebracht? Licht? Ja, gut, Licht. Aber was sonst? Unser Auto? Ja, okay, unser Auto. Aber was sonst? Du warst doch neulich mit deinem Bandscheibenvorfall im CT. Was meinst du, wofür das C steht? Christentum. Computer. Ach, halt doch die Klappe. Ja, und dann sind sie zum Spezialisten hin. Mit Hilfe der radioisotopen Kohlenstoffdatierung und einer neuartigen KI. Mit was? Konnten wir herausfinden, Frau Schulze hat ein sogenanntes Retro-Gehirn. Das heißt, sie benutzt zwar Technik, diese muss aber sehr alt sein. Alles Neue ist für sie satanisches Teufelswerk. Genau. Dadurch kann niemand mehr eigenständig denken und alle verblöden. Und das setzt sich eh nicht durch. Die schlechte Nachricht ist, die Krankheit ist unheilbar. Sie wird uns weiter in Faxe schicken und Pong auf ihrem alten PC spielen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Man kann mit der Krankheit leben und tolle Jobs bekommen. Meine Mutter wurde mit Kusshand genommen. Sie ist jetzt Digitalbeauftragte beim Landkreis. Na, dann wollen wir den Laden mal auf Vordermann bringen. Ein Film von Oliver Dorke, Max Engel und Jonathan Flüsener. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Wie sieht es hier aus mit der künstlichen Intelligenz? Die Große Koalition hatte eigentlich 5 Milliarden Euro bereitgestellt, damit Deutschland und Europa in Sachen KI an die Weltspitze kommen. Das könnte die beste Pointe der Sendung sein. Denken Sie mal drüber nach. Von den 5 Milliarden wurde bis jetzt ein Fünftel ausgegeben. Also wenn es in dem Tempo weitergeht, ist das Geld in 10 Jahren noch nicht investiert. Und dann kriegt man bei der derzeitigen Inflation für die Kohle vermutlich gerade noch ein iPad. Die Wirtschaft ist auch eher skeptisch. Nach eigener Einschätzung glauben 42% der Unternehmen, bereits den Anschluss verpasst zu haben. Ja, 42% sagen, wir haben den Anschluss verpasst. 43% sagen, wir sind unter den Nachzüglern. Der Rest sagt, ich habe die Frage nicht verstanden. Wir sind im Funkloch. Satire ist nicht einfach nur lustig. Satire muss aufregen, Satire muss zum Nachdenken anregen und sie muss auch mal dahin gehen, wo es unbequem ist. Und deshalb ist die ganze Folge Extra 3 nicht mehr hier, sondern ab jetzt exklusiv in voller Länge in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie schaffen das. Ich glaube fest an Sie.